Es ist eine Premiere, liebe Zuschauer. Damit melden wir uns zurück hier im laufenden Programm bei Pearl TV. Und ich weiß ganz genau, dass jetzt ganz viele aufmerksame Augen und Ohren vor dem Bildschirm sitzen werden. Denn wir haben die Sensation. Der Pearl-Katalog titelt in der aktuellen Ausgabe stolz: Weltsensation, endlich bei uns. Der erste 3D-Drucker. Und damit reden wir von einem 3D-Drucker, der bereits fertig ist. Kein Bausatz, nichts, womit Sie erst noch studieren müssen, um ihn erstmal zusammenzusetzen. Nichts aus Presssparen, nichts, wo Sie sagen können, da habe ich gar kein richtiges Gehäuse. Nein, das hier, das ist er. Und Carsten Ruhland ist ebenfalls begeistert von diesem 3D-Drucker, hinter dem ich mich fast verstecken kann. So wuchtig wirkt er denn. Ja. Hier drin, da sehen Sie es schon. Ich mache mal die Klappe direkt auf, Carsten. Guck mal einfach mal rein. Und ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich treibe mich ja seit ein paar Jahren auch gelegentlich mal auf diesen typischen Maschinenbaumessen rum. Das ist mal eine EMO, eine AMB in Stuttgart oder auch mal eine CeMAT in Hannover. Und gerade im großen, im industriellen Bereich werden diese 3D-Drucker schon seit vielen Jahren eingesetzt. Da kannst du also wirklich alles mehr oder weniger im dreidimensionalen Raum darstellen. Da werden Gelenke, ich habe auch schon Lenkräder und ganze Organe in 3D-Form tatsächlich gesehen. Die Menschen stehen Schlange und das schon seit einigen Jahren. Jetzt sind die Maschinen, die auf den Messen ausgestellt werden, so sündhaft teuer, da kann man sich auch ein kleines Einfamilienhaus von kaufen. Das ist der erste einsatzfertige 3D-Drucker, exklusiv hier bei uns bei Pearl, für den Privatgebrauch zu Hause. Und alle Modellbauer, alle Bastler, alle Gewerbetreibenden werden sicherlich auch ihre helle Freude dran haben, denn auch die Größe des Modells, die wir hier im dreidimensionalen Raum erschaffen können, hat schon wirklich was für sich. Wir können hier bis zu 22,5 mal 14,5 mal 15 cm arbeiten. Und jetzt sehen wir es gerade hier in einem kleinen Einspielfilm, liebe Zuschauer. Das ist die Freiheitsstatue. New York kennen wir. Deutlich zu erkennen, ja. Liberty Island kennt man. Genau. Sie müssen jetzt aber nicht nach New York rüberfliegen über den großen Teich, um sich die als Souvenir ins Regal zu stellen. Die können Sie selber machen zu Hause. Eine selbstgemachte Freiheitsstatue. Dazu brauchen Sie nur die 3D-Datei, zum Beispiel auf SD-Karte. Eine SD-Karte ist übrigens auch hier im Lieferumfang bereits inklusive. 1 GB Speicher, ganz genau. Und dann fängt der Drucker sofort an. Mehr braucht man schon fast nicht. Das ist eben das Coole. Wenn Sie also in der Zukunft, egal ob Sie basteln möchten, Spielzeug, Schmuck, von mir aus mal eine eigene Handyhülle kreieren wollen oder einfach auch mal einen Prototypen, den Sie selbst entworfen haben, ausdrucken möchten im dreidimensionalen Raum, plastisch dargestellt einfach, dass man das gute Stück auch in der Hand halten kann, liefern wir Ihnen genau das richtige Teil. Er ist einsatzfertig bei Ihnen. Das heißt, Sie bestellen, wir liefern Ihnen natürlich Versand und Porto kostenfrei zu Ihnen und dann schließen Sie ihn bitte einfach nur noch an, drücken auf Start. Und los geht's auch schon. Und die Software, die wir hier gerade sehen, ist in jedem Paket mit dabei. Wir werden auch noch gleich zwei weitere Pakete kennenlernen, wo wir den Drucker noch ein Stück weit ergänzen können. Das Basismodell ist immer das gleiche. Vielleicht sollten wir aber auch die Herangehensweise mal kurz erklären, was der eigentlich hier macht, wie der eigentlich auf diesen 3D-Korpus kommt. Genau, er modelliert das Ganze von der Datei, die wir hier auf SD-Karte eingelesen haben. Liebe Zuschauer, das war ja, Sie erinnern sich hier, unsere Freiheitsstatue. Und dann wird mit Hand einer Spule gearbeitet. Die hängt hinten am 3D-Drucker dran und die gibt es in den verschiedensten Farben. Das blenden wir Ihnen gleich auch noch alles ein. Schenken Sie uns dann noch bitte ein bisschen Aufmerksamkeit und bleiben Sie auf jeden Fall bei uns. Wir haben jetzt hier eine weißfarbene, oder eine weiße Spule eingelegt. Hier im Einspielfilm ist es eine rote, um mal zu verdeutlichen, wie das auch in den verschiedenen Farben aussieht. Und dann setzt er Schicht für Schicht immer wieder neu aufeinander und er scannt damit sozusagen die Datei, die wir hier auf der SD-Karte haben. Ja, und der gute Drucker hier verwendet nicht irgendeinen Pusemuckels-Kunststoff, der verwendet einen richtig speziellen und ausgesprochen hartes ABS-Filament. Und glauben Sie mir, wenn Ihr 3D-Modell fertig ist, ist das durchaus so hart wie ein menschlicher Knochen. Sie können sogar die Füllmenge einstellen. Sie können sagen, ich möchte den Korpus also wirklich komplett ausgefüllt haben. Sie können es aber auch so machen, dass der eben nur vereinzelte Teile tatsächlich ausfüllt, ganz so, wie Sie es haben möchten. Und das tatsächlich in den unterschiedlichsten Farben. Die werden wir auch noch kennenlernen später. Die gängigsten Farben haben wir natürlich auch im Programm. Und dann kann man wirklich hier solche Modelle nicht mehr eben sündhaft teuer in irgendeinem Souvenirshop kaufen, sondern einfach in kürzester Zeit selber drucken. Und da ist Ihrer Kreativität keine Grenze mehr gesetzt. Da ist das fertige Ergebnis. Wir haben ja schon mal eine erste Statue hier erstellen lassen. Ja. Und die sieht natürlich schick aus. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wie sieht die denn von innen aus? Ist die hoch?
Pearl. Also könnte ich die eindrücken, dann haben wir ihnen mal hier einen kleinen Korpus angefertigt. Und ja, das sieht, Carsten, doch jetzt wirklich auch so aus wie so eine Knochenfaserung. Ein Stück weit, ja. Ich sage ja, das ganze Material, das wird so hart, ist übrigens komplett ungiftig und absolut farbecht hier das Ganze. Und hier können wir mal reinschauen. Das ist beispielsweise mal der Sockel von der Freiheitsstatue. Wir haben das Ganze mal unterbrochen. Und jetzt haben wir das so eingestellt, dass hier so eine kleine Wabenstruktur entsteht. Und das macht diese kleinen Modelle unglaublich robust. Ist mir also auch schon aus einer Höhe von 2 Meter runtergefallen. Nichts passiert. Nichts passiert. War ein bisschen schusselig heute Mittag, als ich die Sendung vorbereitet habe. Ist mir runtergefallen, ist nichts passiert. Also wirklich richtig klasse. Und wir haben Ihnen hier mal verschiedenste Modelle vorbereitet. Die Freiheitsstatue haben wir jetzt hier einmal in Weiß ausgedruckt. Die haben wir da vorne natürlich auch mal im Roten ausgedruckt. Wir haben aber hier noch weitere tolle Modelle. Schauen Sie sich sowas mal an. Ja, einen kompletten Torso. Wir haben leider an der spannendsten Stelle aufgehört, stelle ich gerade fest. Nee, der Hasenkopf liegt daneben. Der Hasenkopf liegt daneben. Meinst du so hier, oder was? Genau. So? Ja. Passt sogar noch mit dazu. Dann haben wir natürlich hier auch mal so einen typischen Lego-Stein. Die Kinder werden das kennen. Auch sowas können sie natürlich dreidimensional darstellen. Ja, aber das ist doch spannend, Carsten. Du kennst das vielleicht auch, wenn du mit Kindern oder auch als Erwachsener Lego spielst und irgendwas Schönes bauen willst, dann fehlt dir doch immer so der eine entscheidende Stein. Der ist dann richtig, nicht mehr da. Dann müssen sie jetzt nicht in den Spielzeugladen rennen und dann nochmal einen ganzen Kasten kaufen, dann machen Sie sich den fehlenden Legostein doch einfach selber. Richtig. Das ist so genial wie einfach. Gerade für Bastler ist das so eine hervorragende Geschichte. Ihnen ist mal an irgendeinem Modell von mir ist ein Knopf abgegangen oder eine kleine Verzierung abgegangen, ist unter den Schrank gefallen. Sie finden es wahrscheinlich nie wieder. Dann können Sie tatsächlich jederzeit dieses Modell einfach selber ausdrucken. Sie müssen nicht mehr eine Hotline anrufen oder beim Hersteller fragen, hast du nochmal so ein kleines Teil für mich? Nein. Drucken Sie es einfach selber aus. Selbst wenn Ihnen von mir aus mal ein Griff von einem Schrank kaputt gehen sollte, können Sie auch den im dreidimensionalen Raum mit unserem 3D-Drucker locker wiederherstellen. Und das ist das Coole, dass wir es eben jetzt für bezahlbares Geld tatsächlich nicht nur im gewerblichen Bereich haben, sondern speziell auch für den Privatgebrauch. Und damit sind wir exklusiv hier bei Pearl. Da haben wirklich viele drauf gewartet, liebe Zuschauer. Jetzt ist es endlich soweit. Und jetzt sehen Sie auch, wie die Spule im Bildrand zu sehen war. Das ist nämlich genau die Spule jetzt mal hier in dem Orange- oder Rotton, wo wir die Freiheitsstatue schon einmal für Sie vorbereitet haben. Mhm. So bekommen Sie das. Da ist immer 1 Kilogramm drauf und so eine fertige Statue, die wiegt ja nicht viel. Das sind ein paar Gramm. Also da können Sie sich vorstellen, wie viel man da auch wirklich mit 1 Kilo auf dieser Spule, auf dieser Rolle wirklich auch an fertigen Ergebnissen erzielen kann. Ja. Ist eine ganz spannende Sache. Natürlich können Sie auch die Temperatur der Maschine einstellen. Das ist doch ganz klar. Also wir haben hier einen Temperaturbereich von 8, Moment, wo sind wir jetzt hier? Warte mal, Temperaturbereich hatte ich mir notiert, zwischen 180 und 260 Grad Celsius. Das heißt, dieser Kunststoff, den wir hier haben, dieses, wie nennt es sich so schön, dieses ABS-Filament, wird also hier geschmolzen und dann entsprechend in die Kontur mit hineingebracht. Natürlich können Sie auch konfigurieren das Ganze, damit vielleicht die Kanten noch etwas sauberer sind. Das ist alles ohne weiteres möglich. Frage ist natürlich, wie kommen Sie dran an die 3D-Modelle? Wir werden Ihnen gleich im Folgenden auch noch Möglichkeiten zeigen, wie Sie eigene Gegenstände dreidimensional drucken können. Ich möchte Ihnen aber ganz gerne mal eine Seite empfehlen und die liegt eigentlich in durchaus interessanter Reichweite. Das ist nämlich die Seite pearl.de/3D und da können wir mal reinschauen. Da haben wir mal verschiedenste Modelle einfach für Sie vorbereitet, die Sie ganz einfach in wenigen Sekunden runterladen und dann den Drucker entweder direkt vom Rechner aussteuern oder eben einfach dieses Modell auf eine SD-Karte ziehen. 1 GB SD-Karte ist ja mit dabei und direkt in den 3D-Drucker hineinstecken. Das heißt, Sie können ohne weiteres völlig autark hier von diesem Rechner den Drucker arbeiten lassen, können dann natürlich jederzeit mit Ihrem Rechner weiterarbeiten, während der Drucker sein Projekt realisiert. Das ist eine spannende Sache und diese 3D-Formen, diese Grafiken, die wir Ihnen da gezeigt haben im Internet, da werden Sie noch viel mehr finden. Geben Sie das einfach mal in eine Suchmaschine ein, schauen Sie mal, was es da alles gibt. Da gibt es die verschiedensten Formen und dann können Sie wirklich hier eine ganze Sammlung erstellen, in einer schönen Vitrine ausgestellt mit ein paar kleinen Lichteffekten sieht das wirklich vorzüglich aus. Und dann werden Ihre Freunde wirklich sagen, Mensch, wo hast du das denn jetzt her? Warst du in New York gewesen? Oder ja, es gibt ja immer wieder mal solche kleinen Souvenirs, die man sich dann da hinstellt. Und das sieht richtig genial aus. Ja, passendes Werkzeug, um so ein bisschen nachzuarbeiten, so ein bisschen entgraten und dergleichen. Das kennen Sie, ist auch an anderer Stelle nicht anders. Liefern wir natürlich auch noch mit dazu. Und wenn Sie ihn jetzt haben möchten, unseren Drucker exklusiv hier bei Pearl, dann bestellen Sie ihn bitte mit der PV8600 und der 569. Normalerweise sagt der Hersteller knapp 1800 Schleifen, ist natürlich ein ganz ordentlicher Preis. Sie kriegen ihn bei uns für unter 800 Euro. Nochmal vielleicht zur Erinnerung, selbstverständlich liefern wir Ihnen den frei Haus und das vor allen Dingen porto- und versandkostenfrei.
So. Genau, den müssen Sie jetzt vorbestellen, liebe Zuschauer. Natürlich sind auch unsere Pearl-Kunden, die den Katalog in ihrem Briefkasten gefunden haben, ganz heiß darauf. Und wir möchten Ihnen natürlich auch als Pearl-TV-Zuschauer zeigen, dass Sie genau den Artikel, den Sie auf dem Katalog sehen, hier bei uns im Fernsehen präsentiert bekommen und dass er in wenigen Wochen dann auch bei Ihnen zu Hause steht und auch dort perfekte Ergebnisse erzielen wird. Der macht richtig Spaß. Ich habe es zum Beispiel auch in einem praktischen Beispiel kürzlich auch im Internet gesehen, wo jemand auch von einem 3D-Drucker geschrieben hatte, dem fehlte die Öse am Duschvorhang. Die ist ihm gebrochen. Ach. Und so eine einzelne Öse kann man ja nicht nachkaufen. Nee, da ist er im Baumarkt gefahren. Die sahen dann komplett anders aus. Er hat sich dann wirklich seine eigene Öse originalgetreu mit dem 3D-Drucker wieder gemacht. Also auch für den Haushalt. Perfekt. Ein richtig praktischer Helfer. Wie man das macht, zeigen wir Ihnen gleich im dritten Durchgang. Jetzt hatte ich Ihnen verraten, dass wir diesen Drucker in drei verschiedenen Varianten haben. Der Drucker ist immer das Basismodell. Der 3D-Drucker kommt immer einsatzfertig zu Ihnen nach Hause, nicht als Bausatz, der ist fertig montiert, nur noch Strom draufgeben und loslegen. Jetzt haben wir aber bei dem Paket, was wir Ihnen gerade zeigen, noch mal eine zusätzliche Software mit dabei. Die nennt sich Trimodo 3D, kostet normalerweise knapp 300 Euro und lässt natürlich ohne weiteres auch Veränderungen an den Modellen zu. Das heißt, Sie können hier die Größe verändern, Sie können das Volumen verändern, Sie könnten zum Beispiel auch hier von mir aus nicht für ein iPhone, sondern für ein Galaxy 4S oder was eine Hülle draus machen. Also das ist wirklich hervorragend und kostet gerade mal ein Hunderter mehr, obwohl die Software normalerweise bei 300 Euro liegt. Zu bestellen bitte das ganze Paket mit der Trimodo 3D Software unter der PV8610 und der 569 für unter 900 Euro. So, und einen dritten haben wir auch noch im Programm und da kommen wir jetzt auf das Thema Kopieren von Gegenständen zu sprechen. Genau, jetzt kennen wir nämlich selber, liebe Zuschauer, und das bedeutet, Sie können alle Gegenstände, sei es jetzt der Schrankgriff, der Ihnen abgebrochen ist, sei es die Öse vom Duschvorhang, sei es der Legostein, der Ihnen fehlt. Es gibt so viele Möglichkeiten, was da alles gemeint sein kann. Sie können das jetzt selber scannen und selber drucken. Da müssen Sie keine Vorlage suchen. Die gibt es meistens 1:1 dann sowieso nicht passend für Ihr Objekt, das Sie brauchen. Die erstellen Sie sich selber anhand Ihres Originals oder eines Duplikates. Und das ist nun wirklich eine ganz spannende Sache. Zum Beispiel auch für Brillenträger. Wenn da mal der Bügel abgebrochen ist, erstellen Sie sich doch einfach mal einen neuen. Ja, ganz genau. Sie können das Ihren Kopf einscannen oder den Kopf Ihrer Gattin, von Ihren Kindern, von Ihren Enkeln zum Beispiel, den natürlich auch jederzeit verändern. Und so sieht das ungefähr aus, hier mal in der Grafik dargestellt. Übrigens, der 3D-Scanner, der hier im Set bereits enthalten ist, stammt aus der Produktion eines der wirklich renommierendsten Hersteller von 3D-Scannern überhaupt und das weltweit. Eigentlich ein reines Glück, dass wir den für unsere Sache gewinnen konnten hier, aber Sie kriegen hier absolutes Top-Material. Und hier fotografiert man zum Beispiel ein Modell, ein Flugzeugmodell, wie wir es gerade gesehen haben, Ihre Hand. Ihren Kopf von verschiedenen Seiten. Je mehr Fotos Sie tatsächlich davon machen, desto besser ist es später für das Programm. Der Rechner rechnet das dann in den dreidimensionalen Raum um und schon können Sie das Modell dreidimensional ausdrucken. Jetzt haben wir hier die Fledermaus, das könnte Ihre Hand sein, das kann ein Hausschlüssel sein, das kann ein Turnschuh sein, wenn du dazu Lust hast. Man könnte sich ja auch Spielfiguren zum Beispiel machen und da mal das Mensch ärger dich nicht Spiel zu Hause ein bisschen aufpeppen, indem Mama, Papa, Onkel, Tante, Oma, Opa selber als Spielfiguren hinterher auftauchen, dann macht das doch noch viel mehr Spaß, hinterher mal die Oma mal rauszukicken, kurz bevor sie dann da alle in ihr Ziel kriegt. Also Sie sehen ja schon, da gibt es viele Ideen, liebe Zuschauer. Die Weltneuheit gibt es aber jetzt exklusiv nur bei uns, nur hier bei Pearl. Da haben Sie lange drauf gewartet, die Presse ist ganz wild drauf und Sie, liebe Zuschauer, haben sicherlich auch darauf gewartet. Jetzt ist es endlich da mit der Bestellnummer PV8611569 bekommen Sie den 3D-Drucker und Kopierer mit dem Scan-Copy-Verfahren. Sie scannen also hier all das, was Sie selbst als 3D ausdrucken möchten. Software ist natürlich auch mit dabei und Ihr Lieblingsmodellauto ist nur noch ein Anruf oder ein Online-Klick von Ihnen entfernt. Also jetzt ans Telefon oder jetzt im Internet online bestellen, in wenigen Wochen bei Ihnen. Ja, das muss man ganz kurz ein Stück weit relativieren. Die ersten Modelle hier aus dem Katalog sind schon ausgeliefert worden. Wir haben ungefähr 2 Dutzend auf Lager gehabt. Die sind mittlerweile raus. Wir warten auf die nächste Lieferung, die ist uns avisiert worden für von heute an in knapp 4 Wochen. Anfang Mitte August müsste die eigentlich bei uns sein. Das heißt also ungefähr noch 4 Wochen Geduld. Auf der CeBIT in diesem Jahr ist dieser Drucker das erste Mal vorgestellt worden. Da warten wir also schon ein paar Monate drauf. Die 4 Wochen überleben wir auch noch. Greifen Sie zu, denn wir arbeiten die Bestellungen tatsächlich nach Bestellungseingang ab. Das heißt, wenn Sie heute bestellen, gehören Sie mit zu den Ersten, die im ersten Auslieferungsdurchgang dann auch entsprechend bedient werden. Und dann haben Sie Ihren Drucker in absehbarer Zeit dann auch zu Hause.
Hause und können richtig loslegen. Und dann schicken Sie uns gerne auch mal ein Foto von Ihrem fertigen Ergebnis, von dem, was Sie gescannt haben, mit Ihrem neuen 3D-Drucker. Und dann posten Sie das doch mal bei uns auf der Facebook-Seite zum Beispiel. Ja. Wir freuen uns und würden sagen, rufen Sie jetzt an, bestellen Sie vor und gehören Sie zu den Ersten,